Vier spannende Fragen zum Thema EMS-Training einfach und korrekt erklärt. Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer, herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar geht es heute mal wieder um das Thema EMS-Training. Ich habe ja bereits schon mal eine Reihe zum EMS-Training gemacht, falls du sie verpasst hast, kannst du sie hier oben nochmal ansehen und jetzt möchte ich nochmal ein paar weitere Fragen zum Thema EMS-Training klären und wenn du so ein paar grundlegende Dinge zum Thema EMS-Training schon weißt, dann wirst du auf jeden Fall in diesem Video noch etwas Spannendes mit dazulernen, was du vielleicht davor noch nicht gewusst hast. Und zwar werden wir vier Fragen klären und ich fange mal direkt an mit der ersten Frage. Die erste Frage ist noch relativ einfach und die anderen werden dann nochmal um einiges interessanter. Aber grundsätzlich möchte ich das klären, damit wir die anderen Fragen besser beantworten können. Und zwar, kann man mit EMS-Training überhaupt Muskulatur aufbauen? Diese Frage kann man eigentlich relativ leicht beantworten, wenn man sich da ein bisschen mit Beschäftigung ein bisschen auskennt. Und zwar Muskelaufbau, um Muskulatur aufzubauen, braucht man einen überschwelligen Trainingsreiz. Und dieser überschwellige Trainingsreiz, der wird ausgelöst durch eine Muskelkontraktion. Ja, wenn ich den Muskel kontrahiere, dann wird der Muskel angespannt. Ja, und wenn ich das Ganze noch mit einem Widerstand übersetze, ja, dann übersteigt diese Muskelkontraktion eben, oder dann hat diese Muskelkontraktion einen so starken Reiz, dass sich der Muskel daraufhin anpasst. Ja, und daraufhin baut er sich eben langfristig auf, wenn ich diesen Reiz mehrmals setze und wenn ich sonst auch die Trainingsprinzipien beachte. Und dieser Impuls, ja, wodurch die Muskelkontraktion ausgelöst wird, der kommt eben vom Nervensystem. Und das ist ein elektrischer Impuls, der über das Rückenmark sozusagen über die Spinalnerven an den Muskel abgegeben wird. Ja. Und dieser elektrische Impuls sagt dann sozusagen dem Muskel, okay, kontrahier dich. Ja, und dann kontrahiert eben der Muskel und wir können eben das Gewicht bewegen. So, und das ist eben ein elektrischer Impuls. Ja, und beim EMS-Training wird dieser elektrische Impuls eben von außen zusätzlich verstärkt bzw. zusätzlich hinzugegeben. Und ob jetzt der elektrische Impuls vom Nervensystem kommt und die Kontraktion auslöst, oder ob er jetzt von außen kommt und die Kontraktion auslöst, das ist in erster Linie für den Muskelaufbau erstmal nur egal. Das bedeutet, wir können auf jeden Fall Muskulatur aufbauen mit EMS-Training durch diese gerade genannte Erklärung. Ja, aber ob das Ganze jetzt besser oder schlechter als Krafttraining ist und wie sich das alles konkret auswirkt, darauf will ich später nochmal genauer eingehen. Aber grundsätzlich kann man Muskulatur aufbauen durch EMS-Training. Das bedeutet, es bringt auf jeden Fall was, wenn wir EMS-Training durchführen. Und dazu gibt es auch genug Studien, die das Ganze belegen und auch, wenn man sich die EMS-Studios anschaut, wie viele es davon schon gibt mittlerweile, wenn das alles nicht funktionieren würde, ja, dann würde es auch nicht so viele EMS-Studios geben, beziehungsweise ich kenne selber Leute, die in EMS-Studios trainieren und die dadurch durchaus Erfolge erzielen konnten. Die zweite Frage, die ich klären möchte, ist, erreicht man damit besonders gut die Tiefenmuskulatur? Das liest man sehr, sehr häufig, wenn man sich mit dem Thema EMS-Training beschäftigt und auch in anderen Videos wird zum Beispiel behauptet, das stimuliert besonders gut die Tiefenmuskulatur. Jetzt stelle ich mir aber mal die Frage, okay, was ist denn überhaupt genau die Tiefenmuskulatur, beziehungsweise welche Tiefenmuskulatur wird dann überhaupt gemeint? Da fallen mir jetzt so zwei Antworten auf diese Frage ein. Einmal ist die Tiefenmuskulatur zum Beispiel die tiefe Muskulatur zum Beispiel im Rückenstrecker oder im Rücken, die autochthone Rückenmuskulatur. Zum Beispiel eben die ganz kleinen Muskeln, die von Wirbel zu Wirbel ziehen, wie zum Beispiel die Rotatoris oder die Multifidei. Ja, das sind alles Muskeln, die sehr klein sind und die zu den tiefen Muskeln gehören. Und da stellt sich die Frage, okay, werden diese besonders gut bei EMS-Training stimuliert? Beim EMS-Training hat man aber diese ganzen elektrischen Impulse eben an den großen Muskeln, weil dort eben diese Elektroden angelegt werden und dort werden eben diese Reize verstärkt durch die elektrischen Signale. Und das passiert natürlich genauso im Rückenstrecker, aber da erreicht man eben eher den lateralen Strakt, also zum Beispiel die großen Rückenstrecker, zum Beispiel Iliocostalis oder auch den Longissimus, ja. Und da werden eben hauptsächlich diese großen Muskeln trainiert. Und ob jetzt zum Beispiel durch diese elektrische Stimulation der großen Muskeln die kleinen auch angesteuert werden, ja, das habe ich jetzt hier in der Recherche nicht herausfinden können. Wenn es dafür irgendeinen wissenschaftlichen Beweis dafür gibt, wäre sehr interessant. Dafür müsste man aber erstmal die kleinen Muskeln eben mit EMG-Aktivität messen und ob sie eben dort besonders gut angesprochen werden, zum Beispiel die Multifidei. Ja? Und das wäre dann zum Beispiel interessant und damit könnte man das dann belegen, dass diese Aussage stimmen würde. Aber so mit nur, ja, da trainiert man besonders gut die Tiefenmuskulatur, damit gebe ich mich noch nicht zufrieden. Und die zweite Variante, die ich mir vorstellen kann, was die Leute dadurch meinen, ist, dass sozusagen tiefer liegende Muskelschichten, zum Beispiel auch im Bizeps oder in den Beinen, trainiert werden. Und dazu habe ich hier auch mal was mitgebracht, und zwar wieder ein Fachbuch, und da möchte ich mal kurz was draus vorlesen. Bei der direkten Elektrostimulation werden im Wesentlichen die außenliegenden Muskelfasern supramaximal innerviert.
Supramaximal bedeutet einfach, dass sie eben noch stärker als maximal innerviert werden. Also es gibt ja submaximal, das ist so halt unterhalb der maximalen Anspannung oder maximalen Kraft. Ja, dann gibt es maximal und dann gibt es supramaximal. Und supramaximal ist zum Beispiel darüber. Zum Beispiel, das ist jetzt ein anderes Beispiel, aber nur, dass man es besser verstehen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel 130 Kilo auf die Bank lege und ich kann eigentlich nur 100 Kilo trainieren, dann trainiere ich mit einer supramaximalen Last. Ja, also es geht hier weiter. Bei der direkten Elektrostimulation werden im Wesentlichen die außenliegenden Muskelfasern supramaximal innerviert, während für einen großen Teil der innenliegenden Muskelfasern, vor allem bei sehr kräftigen Muskeln, die Innervationsschwelle nicht erreicht wird und sie damit am Kontraktionsvorgang des Muskels nicht teilnehmen. Das bedeutet, gerade bei großen Muskeln, zum Beispiel bei der Gesäßmuskulatur oder auch beim Beinstrecker, ist es so, dass eben eher die außenliegenden Muskelfasern sehr stark gereizt werden, aber die innerliegenden eben eher weniger. Und das beantwortet uns eigentlich ganz gut die Frage, okay, ob denn jetzt tiefer liegende Muskelschichten erreicht werden? Ja, laut dieser Aussage des Buches eben eher nicht. Aber man verspürt ja zum Beispiel nach dem ersten EMS-Training einen sehr starken Muskelkater. Und das kommt zum Beispiel daher, weil natürlich die Art der Belastung sehr ungewohnt ist und weil eben auch diese außenliegenden Muskelfasern supramaximal belastet werden. Ja, und das kann eben auch durchaus einen starken Muskelkater verursachen, aber das liegt dann eher weniger eben an Beanspruchung der tiefen Muskulatur. Die dritte Frage ist, kann man mit EMS-Training verschiedene Ziele fokussieren? Und da ist die Antwort ja und nein. Was meine ich damit genau? Man kann natürlich nicht das EMS-Gerät so einstellen, dass man sagt, okay, so nimmt derjenige mehr ab, so baut er mehr Muskulatur auf und so wird er seine Rückenschmerzen los. Das geht ja beim Krafttraining auch nicht. Ja, da kann ich eine Kniebeuge ausführen, aber ich kann jetzt nicht eine Abnehm-Kniebeuge ausführen, eine Muskelaufbau-Kniebeuge oder eine Rückenschmerz-Kniebeuge ausführen. Das geht natürlich nicht, ja. Aber ich kann natürlich für bestimmte Kraftarten trainieren. Zum Beispiel kann ich eben einstellen bei diesen EMS-Geräten, wie lange dieser elektrische Impuls auf den Muskel wirken soll. Und damit meine ich jetzt eben nicht die Time under Tension, die wir ganz normal so beim Training haben, sondern eben genauso lange oder genau die Zeit, die eben wo dieser elektrische Impuls sozusagen ausgelöst wird. Und das kann ich unterschiedlich einstellen, diese Zeit, und das hat auch unterschiedliche Effekte. Wenn ich das Ganze zum Beispiel nur 3 Sekunden mache, dann ist es besser für die Schnellkraft. Wenn ich das Ganze 6 Sekunden mache, dann ist es besser für die Maximalkraft. Und wenn ich das Ganze 10 Sekunden lang aufrechterhalte, diesen elektrischen Impuls, ja, dann ist das besonders gut für die Hypertrophie. Das bedeutet, wir können dadurch ein bisschen die Trainingsziele beeinflussen, okay, wollen wir jetzt eher auf Hypertrophie gehen oder zum Beispiel eher auf die Steigerung der Maximalkraft. Und dadurch kann es zum Beispiel auch im Leistungssport gut angewendet werden, dass man eben sagt, okay, dadurch steigen wir jetzt genau eben die Maximalkraft und auch vor allem in bestimmten Muskelgruppen, die man vielleicht mit dem normalen Training nicht so gut trainieren kann, ja, da kann man dann durch EMS-Training eben gute Fortschritte machen und gut zum Beispiel die Maximalkraft dort stärken. Die vierte Frage lautet, ist es das gleiche wie Krafttraining, einfach nur besser? Und da möchte ich dir diese Frage natürlich auch wieder gerne beantworten. Und diese Frage können wir eher mit Nein beantworten. Wir können zwar mit EMS-Training Muskulatur aufbauen, wir können Maximalkraft aufbauen, wir können auch Rückenschmerzen lindern durch EMS-Training, aber es ist nicht das gleiche wie Krafttraining. Zum Beispiel haben wir erhebliche Unterschiede in Bezug auf die Koordination durch EMS-Training. Was meine ich damit genau? Dazu muss man erstmal das Hennemannsche Prinzip kennen. Und dieses Hennemannsche Prinzip besagt, dass eben eher bei geringen Anforderungen eher die Slow-Twitch-Fasern im Muskel aktiviert werden und bei hohen Anforderungen und hohen Belastungen eher die Fast-Twitch-Fasern. Und beim EMS-Training ist es aber genau andersrum. Das bedeutet, dort werden zuerst die Fast-Twitch-Fasern aktiviert und danach die Slow-Twitch-Fasern. Und das ist eben ein Kontraktionsmuster, das nicht der normalen Innervationsfolge entspricht. Und somit trägt das eben auch nicht zu einer Verbesserung der neuromuskulären Koordination bei. Das bedeutet, wir können die Koordination durch EMS-Training aufgrund dieser Umkehrung der Ansteuerung eben nicht so gut stärken und nicht so gut verbessern, die Koordination. Und generell bedeutet der Koordination das Zusammenspiel von Nervensystem und Muskelsystem. Und wenn jetzt eben diese elektrischen Impulse nicht mehr vom Nervensystem kommen, sondern eben von außen, ja, dann klingt es für mich logisch, jetzt keine wissenschaftliche Aussage, aber es klingt logisch, dass eben dann die Koordination, also das Zusammenspiel zwischen Muskel und Nervensystem, eben dort auch nicht so gut geschult wird. Allerdings geht aus der Quelle hervor, woher ich das her habe, eben mit diesen Slow-Twitch- und Fast-Twitch-Fasern, nicht ganz hervor, ob das jetzt nur durch EMS-Training passiert, wenn man eben nur steif da sitzt und sozusagen nichts macht und die Muskeln nur von außen stimuliert werden. Aber in der Praxis ist es ja so, dass man währenddessen noch weitere Trainingsübungen durchführt und dadurch müsste es ja auch wieder ein bisschen anders sein. Aber dazu habe ich noch eine andere Quelle hier gefunden und die beschreibt eben, außerdem werden die disziplinspezifischen koordinativen Prozesse unter Ruhebedingungen gar nicht und bei einfachen Bewegungen nur diffus angesprochen. Das bedeutet, wir haben eben wahrscheinlich laut dieser Quelle hier zwar schon eine geringe Verbesserung der Koordination, wenn wir uns während diesen EMS-Übungen bewegen, aber eben keine hohe koordinative Anforderung und können eben dadurch die Koordination nicht so gut verbessern.
Und jetzt am Ende möchte ich noch kurz mal auf die Frage eingehen, ja, was ist denn jetzt mit besser oder schlechter? Ist jetzt EMS-Training besser oder schlechter als Krafttraining? Ist es effektiver als Krafttraining oder eben nicht? Und diese Frage, die kann man eigentlich fast kaum beantworten. Denn dafür müsste man echt komplizierte Studien machen mit verschiedenen Testgruppen, ja, mit verschiedenen Testteilnehmern, die eben das ganz genau testen. Und vor allem muss man auch gucken, okay, was testet man jetzt? Testet man die Gewichtsreduktion? Testet man die Rückenschmerzen, die gefühlten Rückenschmerzen? Testet man die Maximalkraft? Testet man die Explosivkraft? Und so weiter und so fort. Das bedeutet, das muss man alles irgendwie erstmal messen können. Da muss man unterscheiden zwischen Trainingsanfängern und Trainingsfortgeschrittenen. Da muss man unterscheiden zwischen Männern und Frauen. Da habe ich mir auch ein paar Sachen angeschaut. Da gab es auch eben Unterschiede. Und da muss man natürlich auch schauen, okay, nehme ich jetzt 20 Minuten EMS-Training oder um 20 Minuten Krafttraining oder nehme ich es, wie es normal ist, 20 Minuten EMS-Training einmal pro Woche und einmal pro Woche Krafttraining oder nehme ich dann dreimal pro Woche Krafttraining. Das bedeutet, da gibt es eben sehr, sehr viele unterschiedliche Faktoren, die man da berücksichtigen muss und deswegen kann man jetzt hier nicht genau sagen, okay, das ist besser oder schlechter, sondern man kann nur unter gewissen Voraussetzungen sagen, das eine hat mehr gewirkt oder das andere hat weniger gewirkt. Was auf jeden Fall so ist, ist, dass EMS-Training etwas bringt, wenn man diese Aussage treffen möchte und meiner Meinung nach ist eine Kombination aus EMS-Training und dem normalen konventionellen Krafttraining immer die beste. Dann haben wir die Vorteile von beiden eben mit dabei und haben auf jeden Fall auch die Vorteile gegenüber der Koordination dabei, die wir beim Krafttraining auf jeden Fall deutlich verbessern können. So, ich hoffe, ich konnte das relativ einfach für dich hier rüberbringen und ich hoffe, du hast auch in diesem Video noch etwas dazugelernt. Falls ja, schreib mal hier unten in die Kommentare rein, was du dazugelernt hast. Wenn du mir noch irgendwas sagen möchtest über EMS-Training, was ich vielleicht noch nicht wusste, dann kannst du es auch gerne hier unten mit in die Kommentare reinschreiben. Und wenn du meinen Podcast noch nicht kennst, dann kannst du dort auch gerne mal vorbeischauen. Dort mache ich immer viele spannende Interviews, viele spannende Themen zum Thema B-Lizenz, zum Thema Marketing und generell einfach alles, was für dich als Fitnesstrainer relevant ist, bespreche ich dort regelmäßig. Und ja, würde mich freuen, wenn du dort vorbeischaust. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dein Team Finalzig, Karriere als Fitnesstrainer und ciao.